Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Im letzten Part haben wir Bowser besiegt und Prinzessin Peach gerettet. Ich tue so, als wäre das was Besonderes. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit den Spezialwelten. Die Pilzwelt. Also es heißt Pilz 1 heißt der Level. Oder Mushroom 1, wie auch immer. Das war Meisterleistung gerade. Gucken wir uns das mal an. Das Ganze braucht gar nicht so wirklich so super schwer sein, weil... Wir konnten es ja schon mit der Kanone erreichen, mit der ersten Kanone, deswegen glaube ich nicht, dass es hier bockschwer wird. Auch die sechste Welt war noch human, da war wirklich noch ein ziemlich leichtes Level dabei, in der Tat. Und diese Röhre erscheint mir verdächtig. Ich glaube, hier gab es eine Starcoin, mal gucken. Es gibt doch in diesem Spiel vor allen Dingen ziemlich oft Secrets ohne Starcoin, einfach so... Einfach so ein bisschen Gedöns. So, jetzt nerv nicht. Naja, komm. Dann halt so. Dann räum halt ein bisschen auf. Ah, da unten sehe ich auch was. Zack. Komm, verschwindet aus der Bahn. Hey, der eine war noch gar nicht getroffen. Was soll's? Oggly doggly. Also da mal die Frage an euch, wer es privat gezockt hat, New Super Mario Bros. 2. Wie sieht's bei euch so aus? Oder generell mit so Spezialwelten? Macht ihr die sofort, wenn ihr sie erreicht habt? Oder macht ihr wirklich so alles chronologisch, so wie ich? Dass man, ja, keine Ahnung. Ich sag mal, erst alles durchspielt, wie es sollte. Und erst dann sich den Spezialwelten widmet, denn vom Schwierigkeitsgrad her... Ist es ja eigentlich recht normal. Hier immer wieder diese ganzen... Ja, richtig. Mal gucken, was hier die roten Münzen so wollen. Na, 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 na. Ah, darauf sollte man schon kommen. Da reicht's von der Zeit nicht. Da habe ich dumm angestellt. Aber checken wir mal aus, was es in dieser Röhre Schönes gibt. Ah, hier kriegen wir eine Goldblume. Sauber die Haare gekämmt. Schwupps ist der Fisch rasiert. Ah, das nehme ich doch alles gerne hier. Münzen. Münzen. Das geldgeile Nintendo-Spiel schlechthin. Ist halt so unmoralisch. Nein, in der heutigen Finanzsituation. Obwohl, ich will jetzt keine Rede halten bezüglich, naja, Inflation. Ja, wollte gerade sagen, hier war doch was Böses. Das sind zwei Türme. Rechts ein Starcoin. Links. Ja, Secret Exit, ne? Oder? Na, 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 na. Muss man gucken. Ich glaube, da ist eh nicht viel drin in diesen. Oh, die besiegen mich noch. Die besiegen mich noch. Da mache ich keine halben Sachen. Alles schon erlebt, sowas. Komm, vergiss es. Ja, das hätte noch gefehlt, ne? This way. Alles ganz gechillt. Überhaupt sind die Level absolut okay. Aber wir brauchen noch den normalen Exit. Da gibt's keine zwei Meinungen. Da baust... da baust. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So, mal sehen, ob ich hier speeden kann. Ja, hast du auf jeden Fall so. Als ob ich es könnte. Dabei bin ich der Lappen vom Dienst. Aber ich habe den Checkpoint schon erreicht gehabt. Teilerfolg. Da wische ich mir doch gerade den Staub, den nicht vorhandenen Staub, von der Schulter ab. Von der nicht vorhandenen Schulter. Düm, düm, düm. Okay, ich merke schon. Ah, das machen wir hier. Ja. Mach doch richtig, die Zeit läuft ab, Mann. Es gibt nämlich ordentlich Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und Eisen. Nicht ganz. Na, 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 na. So, da oben war die Stelle. Und hier ist schon das Exit. Also wirklich hier kein Beinbruch, sich hier durchzuschlängeln.
Es geht alles. Es geht alles, wenn man will. Man muss nur wollen. Man muss den Willen haben. Pilz 2. Wie sich's anhört, ne? Tja, muss auch mal wieder sein. Hallo, liebe Unterwasserwelt. Aber hier ist die Besonderheit... Oh, Scrawling. Zum einen Scrawling und zum anderen ja, sind es diese lieben Felsen. Naja, da kann man wohl nichts machen. Man muss hier schnell reagieren für die Starcoins. Ich kann mich erinnern, dass man da ziemlich schnell zerquetscht wird bei einer. Es gibt immer noch genug Möglichkeiten zu reagieren und so. Aber dennoch. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich glaube hier. Ja, ja. Jetzt geht es dazu. Dum, dum, dum. Und wir werden zerquetscht. Oh mein Gott. Man kann aber auch, wenn das hier runter geht, auch noch die Starcoin erreichen. Aber wenn man so schnell schwimmen kann und so, geht das. Es geht, es geht. So, am besten gleich reinschwimmen und dann hat man da keine Probleme. So, was hätten wir denn gerne? Ah ja, ein Blümchen. Schon nicht übel. Schon nicht übel, das Blümchen. Eins, zwei. Ist ja auch ein bisschen halsbrecherig, wenn ich immer ganz vorne am Rand mich befinde. Da kann ich nicht so gut reagieren auf Gegner. Diese Grünen. Diese Grünen. Ist es etwa ihre politische Einstellung oder was? Aha. Immer diese Grünen. So, warte mal. Also die zweite Starcoin haben wir, die dritte ist auch so ähnlich gepolt. Und zwar haben wir da oben eine Röhre, ja. Mhm. I like. Also irgendwie nicht so besonders schwierig. Dafür ist die Sternwelt ja ganz happig. Ja, auch hinschwimmen, bevor es zu spät ist. Nein, der Grüne. Der Obergrüne. Eieiei. Okay. Her mit dem Schinken. So. Na, das läuft doch ganz ordentlich bislang. Mario Time. Markus Time. Ja. Hätte der erste Kommentar schreiben müssen. Markus Time. Alles wäre in Ordnung gewesen. Regt euch nicht immer so über erste Kommentare auf. Thomas Most. Ich weiß echt nicht. Ich habe Thomas Most mal angeschrieben. Was ist los? Was machst du denn da eigentlich immer? Schon vor Ewigkeiten. Er sagte, ah ja, Unterstützung. Auch wegen deinem Kanalwechsel und so. Viele sagen, ich soll Thomas Most blockieren. Ich sag mal so. Schwierig. Es gibt keinen Grund. Es war keine Beleidigung, kein... Naja. Eigentlich ist Unterstützung, was der Thomas Most macht. Aber... Ja, regt euch halt nicht drüber auf. Was weiß ich. So, jetzt haben wir ein Geisterhaus. Wo wollen wir denn lang gehen am liebsten? Oder Pilza. Wir checken das Geisterhaus aus, aber nach einer kurzen Pause. Und dann dürfen wir uns auch schon reinwagen ins Geisterhaus. Ja, ich habe ja gefordert, dass die Level ein bisschen schwieriger werden sollen. Ich glaube, das hier war schon mal wieder typisch Geisterhaus, ne? Ach, in Mario 3D-Land waren die Geisterhäuser doch so knorke. Hey! Aber hier ist halt typisch 2D-Geisterhaus. Wie soll man sagen? Ach, das war dumm. Okay, pass mal auf. Da eine Tür. Alles kreuz und quer. Egal, ich hab die Starcoin. Ich hasse es. Guck dich mal an, wie dumm das ist. Jetzt kriegen wir es hin. Irgendwie so ein Schalterkomplex und... Nee, Secret Exit natürlich ist Pflicht hier.
Schon mal viel wert, danke. Wenn man die Fake-Türen entlarven kann. Warum? Warum kriege ich das immer so? Da geht's noch weiter nach oben. I don't know. Das übersteigt jetzt meinen Zenit. Hey! Ich glaube aber nicht, dass es hier gut ausgeht. Ein extra Leben. Freue ich mich aber. Komme ich jetzt aus der rechten Tür wieder raus? Ach, Mann. Ich bin weiter oben. Was soll das denn? Gut. Ah, da muss ich mich echt orientieren und gucken, was hier los ist. Ah, ja. Da ist Darkheim und Secret Exit irgendwie mit verbunden. Irgendwas müsste man machen. Man musste oben lang gehen. Jetzt bin ich in der Mitte und das war nix. Geil. Ja. Ich glaube hier. Ah, richtig. Hier sind beide. Ach Mensch. Ja toll, die dritte Starkheim und die zweite. Hä? Was mit der zweiten? Egal, dann nehmen wir erstmal den Exit. Den Secret Exit, ne? Glaub schon. Ja. Das ist so krass. In diesem Spiel. Explizit in diesem Spiel. Von Vorgängern eigentlich weniger. Kann man genauso gut auf die Secret Exits treffen wie auf die normalen Exits. Sind jetzt die Secret Exits einfacher geworden? Oder die normalen Ausgänge schwieriger? Vielleicht eine gesunde Mischung aus beidem. Auf jeden Fall noch die zweite Starcoin und Dingsbums. Ne? Dingsbums. Hä? Was wird denn jetzt zum Teufel? Hä? Ja, okay, ich verstehe schon. Kann man versuchen, da hochzugelangen, einfach so. Wie lame irgendwie. Ah, den mittleren nicht. Mach erstmal nur den linken, um zu gucken, was diese Schalter bewirken. Hä? Gefällt mir irgendwie nicht. Man muss da hochgelangen. Jetzt ist der Bruder am Weg, Mann. So, und jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diverses Rätsel gelöst. Gehen wir mal in die goldene Mitte. Wie gesagt, die zweite Starcoin braucht es noch. Die ist, glaube ich, hier. Ich glaube schon, dass die hier war. Ja, vielleicht. Na, sieh mal eine an. Ja, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Eps. Gut, dann brauchen wir nur noch den normalen Ausgang. Und das Thema ist vom Tisch. Nimm die Füße vom Tisch. Gucken wir mal. Was es hier zum Beispiel Schönes gibt. Ja, du Lappen, denk doch mal ein bisschen nach. Hier nie, ey. So. Ist das okay so? Noch einer. Ich meine, wir haben Tanuki, das geht schon. Aber gut.
Kleine Hilfestellung. Stützräder sozusagen. Mario Number One. Ja, man muss es natürlich immer einbauen. Man kann ja nicht voraussetzen, dass man den Tanuki braucht, um ganz oben dran zu kommen. Ja, da haben wir jetzt wieder einige Wege. Pilz B und Pilz 3. Und außerdem haben wir hier oben noch Pilz A. So ein merkwürdiges Klingenmark. Damit machen wir weiter im nächsten Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also Leute, nicht verpassen. Bis dann und ciao.